So, dann herzlich willkommen zur Wochenendausgabe. Ich hoffe, Sie haben ein erholsames Wochenende hinter sich gebracht oder haben bei den IB Days noch JFD zugehört. Da gab es ja recht interessante Vorträge. Aber nun eben zum DAX-Ausblick für die kommende Woche. Fangen wir also wirklich auch mit dem DAX an. Ich habe am Wochenende nochmal, sag ich mal, hier bei Null angefangen, komplett den DAX nochmal begutachtet, wo horizontale Widerstände, Unterstützungen liegen könnten in der kommenden Woche. Zunächst einmal hier am Freitag wurde ein großes Gap gerissen. Also wir sind auf Xetra unterwegs. Und nachbörslich steht der DAX auch schon bei knapp 9.900 Punkten. Also wird hier aber hier ist keine arg große, kein, wird höchstwahrscheinlich kein großes Gap gerissen. Außerdem kenne ich auch noch nicht die Future-Kurse, da wir erst Sonntag 22 Uhr haben. Nichtsdestotrotz kann man hier erst einmal im Tageschart wirklich von einer Kaufmarke über dem letzten Hoch eben sprechen. Weil eben anschließend gab es ja eine größere Downwards-Down-Bewegung. Allerdings auch hier, auch wenn ich sonst sehr oft exakte Prognosepfeile bieten kann, hier ist es einfach nur aktiviert für neue Kursziele. Das heißt nicht, geht er jetzt hier direkt wieder hoch, dass wir nochmal 300 Punkte nach oben laufen werden. Nein, es ist aber aktiviert und hier ist ein größeres Ziel bei 10.300. Eben auszumachen. Monatswiderstand, Tages-, Weekly-Widerstand. Also da kommt einiges auf uns zu. Plus, minus 20, 40 Punkte. Schießt der DAX da drüber, ist es definitiv hier an der Gap-Unterkante von 2016, das Eröffnungsgap, wäre hier ein Erholungspotenzial möglich mit dieser auf direkten Aufwärtsbewegung. Anschließend sollte es dann eben eine größere Konsolidierung geben und womöglich vielleicht noch weitere Kursziele nach oben. Aber so weit sind wir noch nicht. Und ob jetzt hier auch die 10.010 eben das Buy-Signal ausgeführt wird, steht auch noch natürlich in den Sternen. Denn, ganz wichtig, am Freitag findet der Hexensabbat statt, ja, an der Terminbörse. So, da gibt es ja oft. Sehr oft eben größere Bewegungen zu beobachten, wenn wirklich irgendwelche Hedgefonds oder Absicherungsstrategien schief liefen, sonst ja bis 13 Uhr, 12 Uhr, ja, könnte es auch ein ruhiger Handel geben, aber anschließend dann eben ein Verkauf von bestehenden Positionen noch, könnte dann folgen. Also zunächst einmal dürften wir Anfang der Woche steigende Kurse sehen, bis womöglich 10.300. Das war jetzt erstmal der Tageschart. Im Stundenchart habe ich noch was mitgebracht. Denn hier könnte es mit der Eröffnung dann eben Schwäche in den Markt kommen und nochmal auf 9, auf ja, 9.650 zurückfallen. Womöglich auch vielleicht nur das Gap schließen und dann Richtung 10.000 wieder durchzustarten. Das werde ich, wenn ich am Rechner bin, eben auch morgen nochmal durchgeben, ob jetzt hier nur ein Gap Close stattfindet mit einer Umkehrkerze oder doch nochmal Schwäche. Das sieht man auch höchstwahrscheinlich an den US-Future-Ständen, beziehungsweise eben auch wie Japan reagiert hat auf das Ganze. Das ist erstmal ein halber Trading-Plan. Wer wirklich sehr spekulativ unterwegs sein kann, kann auch noch unter der 10.000-Punkte-Marke Shorts öffnen, aber für mich ist es nicht präferiert. Hier der grün-blaue Bereich ist präferiert. Hier kaufen nochmal. Mehr gibt es jetzt hier erstmal nicht zu sagen. Ein Gap Close sehe ich erstmal nicht, auch wenn es hier halt grau eingezeichnet ist, aber für mich ist diese Unterstützung, die sehr oft eben Wirkung gezeigt hat, bevor ich sie auch eingezeichnet hat,
ist eine favorisierte Korrekturzone oder Zielzone. Das wäre es erstmal zum DAX. Evotec habe ich ja auch gesprochen, besprochen, dass das Kaufsignal zwar jetzt aktiviert worden ist, aber allerdings hier ein Rücklauf für die zweite Position höchstwahrscheinlich sowieso dann für ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis dann liegt. Eben dann abwarten. Zum habe ich noch Morphosis. Morphosis, da wurde direkt gekauft. Hier an 38,50 liegt man also wieder 1,5 Euro im Gewinn. Da habe ich auch zwei, dreimal im Video angesprochen, dass ich hier nicht auf ein Gap Close setzen würde. Habe ich auch nicht getan. So, zum Silber. Silber wurde noch bei rund 15,85,70 verkauft. In den letzten, ja, in der letzten, fast allerletzten Handelsstunde kam hier dann nochmal Druck auf. Also hier bei 5,50,60 rumstand, habe ich einen Streambeitrag geschrieben. Also hier bin ich auch erstmal rausen. Genauso wie Gewinnmitnahmen, da folgt es sogar fast am Hoch, die Nachricht. Und hätte auch dann jeder aussteigen können, der am Rechner saß. Hier sind jetzt 300 Pips erreicht worden und ja, für mich ein Rücklauf, definitiv Kaufkurse. So, zum Gold gibt es aktuell nichts Neues. Ja, hat außer, dass eben hier eine Reversal-Kerze und ich auch auf schwächere Kurse dann warte, aber nichts Spezielles. Und hier gab es ja Kauflimits, die bei Weitem nicht erreicht worden sind und ein Kursziel von etwa 40 ausgegeben worden ist, wurde. Liegt hier ganz schön im Aufwärtstrend. Allerdings, ja, bahnt sich hier vielleicht nun doch ein sehr spekulativer Short-Einstieg an. Falls die Marke hier oder wenn man hier im kurzfristigen Moment unterwegs ist, dass sogar mit dem Bruch dieser Trendlinie ein kleines Short-Signal vielleicht aktiviert wird oder spätestens mit dem Unterschreiten von 38, ja, Stunden-Close unter 38,10 oder 38,7 könnte dann zur Folge haben, dass wir hier Richtung EMA 200 laufen. Also für mich werde ich hier, oder auch für den Stream, werde ich hier nach dem Short-Signal Ausschau halten. Vielleicht stehen wir auch gleich morgen 8 Uhr schon unter 38 US-Dollar. Also das auf die Watchliste nehmen. Zum US-Markt noch kurz ein Wort. Da gab es am Freitag eine Analyse. Ohne ein neues Hoch wäre hier ein Rückgang und ein schöner Long-Einstieg bei 1960 vielleicht möglich gewesen. Es folgte jetzt ein direkter Ausbruch an die Widerstandszone, an die Oberkante. Hier ist natürlich noch eine Option, ohne dass jetzt hier noch das Kursziel ganz oben bei der Gap-Kante erreicht wird, dass natürlich komplett Schwäche am Montag reinkommt und dass wir hier ein kleines Gap haben und das nicht geschlossen wird im Tagesverlauf und dann der Index hier runterkommt. Ist auch noch eine Alternative. Die andere Alternative ist hierbei im Wochenchart, dass eben diese Gap-Oberkante direkt jetzt angesteuert wird, ohne einen größeren Rücksetzer mehr unter, sowieso unter das Wochentief unter 1970. Das war's. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und wir werden am Montag sehen, wo der DAX und der DAU eben dann hinwollen.
Und dementsprechend werden wir eine Order dann aufgeben. Danke.